Chris Chan ist eine der am besten dokumentierten Personen in der Geschichte der Menschheit und das ist wirklich kein Scherz. Er hat sein gesamtes Erwachsenenleben online geteilt und es gibt unzählige Geschichten über ihn. Für mich ist er der amerikanische Drachenlord, weil es halt so viele Parallelen gibt und er ist halt auch das beste Beispiel dafür, wie man sich im Internet nicht verhalten sollte. Und ich weiß, dass ihr euch jetzt denkt, okay, der Typ, der ist sicher nur eine billige Kopie vom Drachenlord, Digga. Wer die Geschichte kennt, der weiß, dass das hier ganz andere Dimensionen sind. Außerdem sitzt er gerade im Knast, weil er seine demente Mutter gefickt hat. Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ja, herzlich willkommen zurück bei der besten Serie auf ganz YouTube. Habt ihr das gerade gehört? Na, oder? Na, ich hab nichts gehört. Christian Weston Chandler wurde im Jahr 1992 in Charlottesville, USA geboren. Wo habe ich gerade USA gesagt? Bis er 7 Jahre alt war, hat er kein einziges Wort gesagt, weil er mit hochfunktionalem Autismus diagnostiziert wurde. Als Kind hat Chris viele Cartoons geschaut und unter anderem auch Sonic the Hedgehog und Pokémon. Es gibt zwar einige Infos über seine Kindheit, aber das meiste ist halt eher uninteressant, deswegen machen wir mal einen Sprung nach vorne. Mit 18 Jahren hat er in der Schule eine Kreation erschaffen, die heute so ungefähr das Symbolbild für sein gesamtes Leben ist. Es ist eine Mischung aus zwei Charakteren. Der eine Charakter ist Sonic the Hedgehog und der andere Charakter ist Pikachu. Und wie würdet ihr diese Kreation nennen? Natürlich Sonichu. In seinen Comics war Chris der Vater von Sonichu und manche Stories waren halt okay, manche Stories waren ein bisschen weird und manche waren... Naja. Und dein Urteil war's gut, wer die Leistung bringt. Wegen mir bist du Hurensohn, jetzt Scheidungskind. Er war aber sehr stolz auf sein Werk und das, was er damit geschaffen hat. Und eines Tages hat er das gemacht, was ihm zu seinem Online-Ruhm eigentlich verholfen hat. Und zwar, er hat das Ganze online gepostet. Und ich werde im Laufe des Videos so ein paar Parallelen ziehen zwischen dem Drachenlord und ihm. Aber das war ungefähr so diese ersten Tanzvideos vom Drachenlord, die könnte man da so als Vergleich ziehen. Mehr Schnee als ein Skigebiet, Gehirn ist klein, aber Riesenglied. Was soll ich euch sagen? Ja, das Internet war fasziniert. Wer ist dieser Van Gogh der Comics, dieser geniale Künstler, der Sonichu erschaffen hat? Wer ist es? Wir müssen es herausfinden und das ist auch relativ schnell passiert. Es wurde herausgefunden, dass Chris der Ersteller von Sonichu war und auf der Internet-Trolling-Plattform 4chan wurde er dann zum absoluten Meme gemacht und ist viral gegangen. Als Antwort darauf hat Chris ein Video gepostet an alle seine Fans, an alle seine Hater und es war interessant. Hello ladies and gentlemen, girls and boys, my name is Christian Chandler, I am here and y'all are there. Now, among the better things you should definitely try before despising is some of the hobbies of those of your own opposite gender. Like, for example, if you're a young gentleman, I recommend buying yourself a My Little Pony figure of your favorite color or whatever. Now, stroking the hair of said pony is very relaxing and therapeutic, and also rubbing it against your cheek. That's nice. Bemerkenswert in dem Video ist auch so eine Sonichu Chain, die er selber angefertigt hat und die ist auch babamäßig geworden. Die wird später noch sehr wichtig. And hopefully in due time or now, each and every one of you will stay straight. You know, girl for boy, more for girl, and besides, if you stray away from the straight path, it can really jeopardize the entire future of the world and the human race. Man darf halt hier jetzt for real mal nicht vergessen, der Typ ist autistisch, okay? Das ist jetzt nicht einfach irgendwer, der sich einfach nur dumm auffühlt oder der hier einen Charakter hat oder sowas. Im Drachenlord ist es ähnlich, der ist zwar jetzt nicht autistisch, aber der ist halt weltfremd, sag ich jetzt mal. Lieblingsland? Italien. Barcelona. Barcelona? Okay. Das ist aber den Leuten egal. Das ist komplett wurscht. Die Satire-Webseite Encyclopedia Dramatica ist auf ihn aufmerksam geworden und hat den Hate-Mob gegen ihn nochmal um einiges vergrößert. Stell dir vor, du machst so deine Sonichu-Comics und dann einfach 2 Wochen später bist du die Bibi der Nation. Dagegen muss man vorgehen, gar keine Frage. Ja, und genau das hatte Chris vor. Mann! Moment versaut. Ja, und genau das hatte Chris vor. Jetzt ist es nicht mehr cool. Zuerst hatte Chris seinen Anhängern gedroht, dass er keine weiteren Sonichu-Comics mehr produzieren würde, sollten die Posts über ihn nicht entfernt werden. Er dachte, er könnte ihnen damit drohen, weil viele von den Hate-Comments halt auch so getan haben, als würden sie das befürworten, als wären sie so voll die Fans und so. Die Geschichte ist halt eigentlich so urdunkel, wenn du sie so erzählst. Attention, all Sonichu-Fans on the internet who do not hate me, Christian Weston Chandler. For I have an important message for y'all. If y'all would actually like me to bring up new stuff for Sonichu and conclude the stories, you can do so by having that Encyclopedia Dramatica page taken down so that I can feel more comfortable
and drawing and coloring the comics that y'all have grown to love. Jedenfalls hat das leider nichts gebracht und die Leute haben ihn weiter verarscht, aber er hatte einen Plan B und der Plan B war so genial, wie er nicht genial war, okay? Der Plan nannte sich Information Overload. Das Ziel von Information Overload war es, innerhalb von wenigen Stunden so viele private Informationen über sich selbst zu posten, damit die Seite quasi so viel gefüttert wird mit Chris Chan Informationen, dass sie seine Posts alle miteinander löschen müssen. Er hat halt außerdem noch so ein Video aus seinem Haus gefilmt, wo man halt sieht, dass er ein absoluter Messi ist und Fun Fact, sein Haus hat er mal genau deswegen auch gebrannt. Green County investigators are looking into the cause of a house fire early this morning. It started at about 3 o'clock this morning at a home on Branchland Court, that's in the southern part of the county. We're told the fire. Und nur damit ihr es wisst, ja, es gibt auch eine Timeline über Chris Chan und die blende ich euch hier mal kurz ein. Die läuft hier ganz, ganz, ganz weit runter und ganz lang und es dauert echt lang, bis die, ja, sie läuft immer noch. Und die Timeline wurde eben eingeteilt auf mehrere Kapitel. Mehrere Kapitel, mehrere Sagen, wie man so schön sagt. Und eine dieser Sagen ist halt sein Quest, also seine Mission, eine Freundin zu finden. Chris war nicht unbekannt, okay? Er war Internet famous damals, für damalige Zeiten noch mehr, weißt du, was ich meine? Weil da gab es noch kein YouTube und das Ganze. Und deswegen war sein Plan halt, ein Vorstellungsvideo zu machen und Interessenten aus der Umgebung anzulocken. Und das ist das Video. Anyway, for over a year now, I've been trying to attract an 18 to 20 year old boyfriend free girl. And so for now, I would like to sing to you two of my songs. Tell me why I ain't never wanna hear you say I have a boyfriend. Natürlich wurden direkt mehrere Fake-Profile erstellt und halt mehrere Fake-Frauen haben Chris angeschrieben und sie haben so getan, als hätten sie Interesse an ihm, aber sie hatten nicht wirklich Interesse an ihm, sie hatten an einer ganz anderen Sache Interesse, nämlich an seinem Geld. Nein, Spaß, an seiner Sony True Chain. Das erstbeste Fake-Profil hat Chris dazu überredet, seine unbezahlbare Sony True Chain, das Unikat an sich ja per Post an die Frau zu schicken, die angeblich jetzt mit ihm daten will. Und es ist saugemein, okay? Und der Typ tut mir halt auch wirklich leid, weil er das halt geglaubt hat so, aber ja, das ist aus der Chain geworden. Jetzt sollte man natürlich der Meinung sein, okay, nachdem das alles passiert ist, nachdem er da fett getrollt wurde, müsste er eigentlich schlauer sein und daraus gelernt haben. War nicht der Fall. Weil seine nächste Freundin hieß Julie und er hat ihr Videos geschickt, wo er mit einer aufblasbaren Puppe verkehrt. Das jahrelange Mobbing und die ganzen Schikanen, die er mitgemacht hat, waren aber nicht genug, um ihn vom Internet zu verscheuchen. Und anstatt, dass es irgendwie besser wurde oder so, kam dann aus dem Nichts, wirklich aus dem Nichts, ein Post auf Facebook, in dem er bekannt gegeben hat, dass er jetzt transgender ist und dass er seinen Namen auf Christine geändert hat. I'm a lesbian identified man and a cross-dressing tranny. My mother is still old-fashioned and putting me down on how other people would perceive me in a short skirt. Getting away discreetly in a short skirt recently, I received multiple compliments from the women. I wish she would ease up on me and let me have my freedom to flirt the skirt. Und nur zur Info, ich werde halt ab jetzt nicht mehr er sagen, sondern sie, aber davor hätte es halt keinen Sinn ergeben. So, die nächsten Jahre ist es alles nicht besser geworden, es ist die ganze Zeit so weitergegangen, gell? Christine hatte einen Mental Breakdown auf einer Gamer-Convention, wo sie angeblich irgendwelche Leute belästigt hat und küssen wollte und so. Sie hat einen GameStop-Mitarbeiter attackiert und 2017 wurde sie auf Facebook gesperrt, weil sie Morddrohungen gegen Trump geschickt hat. Und die absolute Highlight-Story, ja, die absolute, und ich meine wirklich Highlight-Story, vielleicht von der gesamten Saga, die Chris bzw. Christine Chandler umgibt, hat sich letztes Jahr ereignet. Und das ist das Finale, das ist die Knaststaffel von Christine Weston Chandler. Im August 2021 wurde ein Telefonat zwischen Christine und einer anderen Person geleakt, in dem sie darüber redet, dass sie eine Beziehung mit ihrer 80-jährigen dementen Mutter hat. Incest manifests have come true and shit. When did you start having feelings for Barbara? Well, for a long time. I mean, I remember even mentioning some time ago in one of the videos that I even had dreams where I had sex with her, obviously. Really? So, yeah. Yeah, between Barbara and I, it is an open relationship, and I made that very clear with her. Die Beziehung ging anscheinend jahrelang, und einen Tag nachdem das bekannt geworden ist, nachdem dieses Telefonat entstanden ist, wurde die Polizei informiert und Christine Chandler wurde mitgenommen. Look up, eat the rock, kill stream. Yeah, you appear to be compliant. I chastise you, your goddess blue heart, and I continue to stand strong, and I maintain everything with quick will and my side shoes and those shoes and everything.
Yeah, you're live to about 3,000 people right now, Christian. Sie wurde, by the way, nicht in ein Frauengefängnis gesteckt, sondern in ein Männergefängnis, weil sie keine geschlechtsangleichende Operation hatte. Stattdessen war sie bis Februar im Central Virginia Regional Jail und heute ist sie im Western State Hospital, einer Nervenheilanstalt. Bisher gab es 3 Gerichtstermine zu der ganzen Thematik, einen im August, einen im November und einen im Februar. Und ich schwöre auf alles, das war nicht geplant. Der nächste Gerichtstermin, und ich weiß nicht, ob das der letzte ist, wahrscheinlich eher nicht, aber der nächste und 4. Gerichtstermin findet heute statt. Aber ich bin echt gespannt, was dabei rauskommt, weil eigentlich ist es ja, erstens ist es Inzest und zweitens ist es, weil die Mom dement ist, ist es Vergewaltigung. Aber das Ding ist halt, Christine ist nicht gerade, würde ich jetzt einmal als Ferndiagnose diagnostizieren, ist nicht gerade zurechnungsfähig. Ich fände, das Beste wäre, wenn Christine mal weg vom Internet ist für ein paar Jahre vielleicht und dann in eine Anstalt kommt und danach vielleicht wie der Drachenlord nach Madeira zieht. Mein Morgen auf der Insel voll geil, hat er irgendwie geschrieben. Das ist ein Shutterstock-Bild. Meine Freunde, lasst mich auf jeden Fall gerne unten in den Kommentaren wissen, was ihr von dem Thema haltet. Seht ihr Ähnlichkeiten zu Drachenlord? Ich sehe es hundertprozentig. Meine Freunde, lasst mir gerne ein Like da, lasst mir gerne ein Abo da. Für die Leute, die es noch nicht gemacht haben, ich bedanke mich fürs Zuschauen und damit bis zum nächsten Mal.